Moin, willkommen zum Teil 13, meiner kleinen Doku über Witch Doctor von 1 bis 60. Wollen wir hoffen, dass 13 mir kein Unglück bringt. Wir wollen Akt 2 so langsam abschließen und Cole beschwören und dann mal schauen, was er uns sagt. Da wollen wir auch gleich weitermachen. Ja. Und dann geht es auch hier gleich links weiter. Engel sind nicht. Ich fühle, dass Tyrael damit zu tun hat. Ja, was auch immer er noch sein mag, er ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und an Ausrottung ist nichts gerecht. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe nicht genug Mana. Hartnäckig. Na komm, ja, kriegen wir noch, sehr gut. Handschuhe, mal gucken, später. Ein echter Volltreffer. Hier sind wir, denke ich, richtig, weil es immer so einen etwas längeren Gang gibt, der dann zum Ziel führt. Die Geister leiten mich. Ich habe nicht genug Mana. Ich brauche mehr Zeit. Ja, hier ist das ich Schattenschloss. Hätte alle Menschen dazu verhelfen können, Nephalems. Wir werden die Schatten ein goldenes Zeitalter einzuleiten. Jetzt müssen wir wieder zurück. Aber meine Ohren drin, in den Terminus, genau, und gehen dann auf die andere Seite. Hier das gleiche nochmal. Ich brauche mehr Zeit. Mitten ins Herz. Ich brauche mehr Mana. Ist ja gar nichts. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Zeit. Das ist, denke ich, auch der richtige Weg hier. Auch wieder so ein etwas längerer Gang. Axt. Ah, zwei Hand kann wieder kein Mensch tragen.
Ja, da können wir mal gucken, ob der 25, 26, okay, ups, na, geben wir ihm die mal. Des Falken. Oha. Die Geister leiten mich. Die Geister leiten mich. Oh, ich kommt jetzt erst so lange gegangen. Oh ja. Diese Vorfälle geplant haben könnten? Ich kenne euch, Kull. Selbst wenn ihr aufrichtig seid, bleibt die Wahrheit verborgen. Zwischen Licht und Schatten. Das ist ein passiver Skill, der meinen Schaden erhöht, aber auch den Mana-Verbrauch. Das ist das Problem. In den Foren wird groß diskutiert, dass der Hexendoktor eine oder der Charakter ist, der am meisten abhängig ist von seiner Ressource, also seinem Mana. Bei den anderen ist das nicht so. Das Problem ist bei dem Mana, das regeneriert sich ganz schwer selber wieder und die Zauber bzw. Skills brauchen eine ganze Menge Mana. Und somit ist man richtig abhängig davon, dass man auf seinem Gear Mana-Regeneration drauf hat. Und das ist bei anderen Charakteren dieses Ressourcenmanagement wesentlich einfacher. Deswegen wird dieser Skill zwischen Licht und Schatten, den ich gerade erworben habe, jetzt durch den Stufenaufstieg, in späteren oder in höheren Leveln eher selten benutzt. Weil er einfach zu viel Mana verbraucht. Der macht zwar mehr Schaden, aber was bringt mir denn mehr Schaden, wenn ich den nicht bezahlen kann? Deswegen wird er nicht verwendet und auf eher vielleicht auf andere passive Skills gegangen. Da gibt es auch, na, was heißt besser, aber andere, die auch sehr interessant sind. Ich kann das nachher mal zeigen, wenn ich den dann umskille. Im Moment suche ich mal lieber hier den Körper von Zoltim Kuhl. Ich brauche mehr Zeit.
hier ist noch ein Werwolf. Ja. Auch genau dieses Map soll nach dem Patch 1.08 sehr interessant sein, weil einfach wesentlich mehr Monster, vor allem diese kleinen Viecher hier, erscheinen dann nach, wenn das Patch draußen ist. Und deswegen soll das auch eine gute Map sein, um zu leveln. Wird sich zeigen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich nicht auf dem Testserver spiele. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Da es ja auch wirklich jede Menge sind, jetzt schon teilweise. Also deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Und die Streams sahen auch schon so aus, dass sich es vielleicht lohnen könnte, auch endlich mal wieder Akt 1 und 2 zu spielen. So, jetzt wollen wir noch mal gucken. Das war jetzt die dritte Ecke. Jetzt müssen wir die andere Ecke wohl noch abklappern. Ist doch auch nur eine Kiste, das gibt's doch nicht. Da geht's gleich noch weiter und da in der Ecke genau noch. Ja, hier ist es nicht. Das ist der in der Ecke, wo wir schon quasi schon mal waren. Ja, hier haben wir es. Mal sehen, was das für Stiefel sind daher. Ihr vertraut mir nicht. Ich habe mich für meinen Teil schon genügt. So. Achso, erstmal mit Lea schnacken. Ich habe. So, dann wollen wir mal gucken, was der Kohl uns zu sagen hat. Aber wir wissen jetzt schon, sprech mit Kohl. Ich kann nicht mein Lebenswerk vollenden. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Ihr seid wahnsinnig cool. Gebt mir den Stein, denn ich werde euch vernichten. Braucht mir Zeit. Diese Blase ist ein bisschen ärgerlich, wenn man da, weil die Geschosse da verlangsamt werden. Das macht aber nichts, weil ich, wenn ich auch drin stehe und ihn mit Geistergeschossen beschieße, das macht gar nichts dann. Diese Wächter, die kann man getrost ignorieren. Man kann sie zwar vorher killen, aber es ist nicht so wild. Ja. Ihr
In diesem Stein befinden sich nun 5 Herrscher der Hölle. Adria, ihr müsst uns die ganze Wahrheit über den Stein sagen. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Cain von Soltunkuls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. Dafür habe ich alles geopfert. Ja, somit haben wir uns heute und cool auch erledigt. Jetzt gucken wir nochmal nach, ob wir irgendwas gebrauchen können. Nein. Stiefelgeschicklichkeit? Nee. Bringt auch nichts, bringt ein bisschen Rüstung, das brauche ich nicht. Schaden. Oh. Ja, nehmt ihr mal. Und das auch wieder eine Zweihand, können wir auch wegschweißen. Ringe nehmen wir sowieso nicht. Weil wir die Erfahrung wollen. Was? Dann werde ich. Wir müssen den Kasten. Lea hat recht. Lasst uns gehen. Hey, verehrter Herr. Ich habe eine. Belial hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen. Los, ja, Belial. Schnell, wir werden uns. Macht jetzt Caldeum platt. Belial weiß das. So, jetzt müssen wir die ganzen Punkte einsammeln. Das sind diese Flüchtlingskarren, oder insgesamt sind das ja Flüchtlinge. Die Karren müssen wir nur einmal anklicken. Und schon kommen die mit. Wir müssen in alle Ecken hier laufen und die Leute mitnehmen. Ich hätte nie gedacht, dass es so enden würde. Wessen Zorn haben wir uns nur zugezogen? So, hier noch einer. Ich kümmere mich jetzt nicht um die Viecher, weil das ist Blödsinn, so schafft man das nicht in der Zeit. Und wenn ein paar Leute draufgehen, ist es auch egal. Es geht einfach darum, dass man hier alle Leute mitkriegt. Wir können uns nirgendwo verstecken. Wessen Zorn haben wir uns nur zugezogen? Hier ist noch ein Wagen. Und der letzte geht rein. So. Wir gehen jetzt alle in die Kanalisation. Schon ist das Tor offen. So. Ich habe nicht genug Mana. Ja, das ist ja nicht so wild jetzt. Wir sind ja jetzt quasi schon im kaiserlichen Palast. So, jetzt sind wir am Tor. Ich fühle mich so schwach. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ach, natürlich kannst du das. Es liegt jetzt an euch. Beeilt euch. Ich muss hier bleiben und mich um Lea kümmern. Den Göttern sei Dank. Ihr seid gerade noch recht. Tja, und da ist Belial. Der Kaiser verwandelt sich in Kid Belial. Welch Wunder auch.
So. Ja. Jetzt kommt er selber von seinem Thron runter. Jetzt haben wir ihn schon mit einem Schlag so viel weggenommen. Und als ich das erste Mal das hier gesehen habe, was jetzt gleich kommt, da war ich doch ein bisschen erstaunt. Und da haben wir doch Belial getötet. Nehmen wir seine Seele. Schnell, Lea. Schließ Belials Seele in den Stein ein. Lea band den in den Stein. Es ist ironisch, dass ein so verderbter Mann wie Soltun Kull eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt. Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle. Lasst uns aus seinem Leben lernen. Je länger wir gegen das Böse kämpfen, desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Ja. Ab ins Lager. Mit Tyra sprechen. Heute ist der... Und schon können wir den Karawanenführer ansprechen. Und jetzt gehen wir in Akt 3. So, hier sind wir in Akt 3. Wachturm der Bastion. Ich werde hier dann gleich mal abbrechen. Da wir... Achso, das ist... Das ist ja von vorhin. Was merkwürdige Situation angeht, ist diese hier klar unter... Mal gucken, was das für eine Waffe ist. Nee, können wir nicht gebrauchen. Nicht. Und den Bogen, mal sehen, ob er... Ah ja, sehr gut. Können wir den Bogen verwenden. So. Das habe ich mir gedacht. So, beim nächsten Mal, ach hier können wir noch skillen, ja sehr schön. Zombie-Angreifer, nein. Umklammerung der Toten, auch Heuschrecken sind das, nein. Ach ja, passiv, hier, da. Sämtliche verursachte Schaden wird um 20% erhöht, das ist natürlich eine ganze Menge. Wenn man sich mal überlegt, dass wenn man 100.000k Schaden macht, dass dann 20 dazukommen, aber die Mana-Kosten werden auch um 30% erhöht. Deswegen ist das halt immer so eine Geschichte. Wenn man keine Probleme mit dem Mana hat, dann kann man das gerne machen. Aber, wie ich vorhin schon erwähnte, wird das schwierig mit dem Equipment. Also da muss man richtig drauf achten später, dann wenn man höherstufig ist. Jetzt ist das noch nicht so wild. Aber auch jetzt habe ich ja schon Mana-Probleme. Deswegen werde ich das erstmal nicht nehmen. Und ich kann nur 2 nehmen. Deswegen bleibe ich erstmal bei diesen 2. Hier später gibt es noch bessere. Aber ich bin jetzt 27. Deswegen lasse ich das erstmal so. Und dann schauen wir nächstes Mal weiter. Dann geht's los in Akt 3. Besten Dank.